Einer, meine lieben Freunde, war gestern nicht zufrieden mit dem Ballon d'Or, obwohl er sogar die Trophäe für den besten Keeper gewonnen hat. Und zwar, die Rede ist von Courtois, der eine überragende Saison gespielt hat. Und dennoch regte er sich auf über den Ballon d'Or. Er sagte, ich freue mich sehr für Karim Benzema. Und ich sage nicht, dass ich den Ballon d'Or gewinnen sollte. Aber ich stehe nicht einmal auf dem Siegertreppchen, obwohl ich der Torwart bin, der La Liga und die Champions League gewonnen hat. Er sagte weiter, es heißt, ein Tor zu schießen ist besser als ein Tor zu halten. Das ist ein Kampf, der noch gewonnen werden muss. Als ich die Logik sah und wusste, wie sie abstimmen, wusste ich, dass ich keine Chance habe zu gewinnen. Ein Torwart als Preisträger, ich sehe das als unmöglich für einen Torwart. Es ist unmöglich, diesen Preis zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob man als Torwart mehr erreichen kann als das, was ich im letzten Jahr erreicht habe. Okay, ich muss sagen, ich stimme ihm da auf eine gewisse Art und Weise zu. Denn zum Beispiel Manuel Neuer 2014, was der gemacht hat bei der WM, hätte eigentlich fast einen Ballon d'Or verdient gehabt. Torhüter kriegen dann halt oft diesen Torhüterpreis, aber so den Ballon d'Or an sich, der geht eigentlich nie an Keeper. Und, oder zumindest seitdem ich Fußball gucke, hat noch nie ein Keeper den gewonnen. Hat es überhaupt schon mal jemand gewonnen? Müsst ihr mal in der Vergangenheit nachgucken. Vielleicht gab es das schon, schreibt es mir in die Kommentare. Seitdem ich Fußball gucke, habe ich das nicht erlebt. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, da gebe ich Courtois definitiv recht. Ja, also dass er nur irgendwie Rang 7, glaube ich, wurde oder so, ist eigentlich schon eine Farce. Dürfte eigentlich nicht sein. Und generell, Torhüter wie auch Neuer zum Beispiel in der Vergangenheit hatten keine Chance. Es wird halt immer jemand anderes. Und man muss halt irgendwann auch mal sagen, ey, entweder wir trennen es komplett ab und machen einmal nur Feldspieler. Und dann einmal Torhüter ist dann halt der Ballon d'Or für die Torhüter, wie jetzt halt diese Trophäe, die es jetzt schon gibt. Aber ich weiß nicht, wie würdet ihr das denn lösen, Freunde? Ich habe auch das Gefühl, Innenverteidiger haben es halt extrem schwer. Es sind fast immer nur Stürmer. Vielleicht mal ein ZM oder ZDM, Modric mal, aber Innenverteidiger haben es sehr, sehr schwer, vor allem in der letzten Zeit. Eure Meinung in die Kommentare, liebe Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.